Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute Bed Wars auf der Map Mine und ich habe heute etwas sehr Cooles für euch. Und zwar den Replay-Mod habe ich mir installiert und ich hoffe, dass das Ganze klappt. Wenn ja, dann seht ihr ja hier schon wahrscheinlich schon recht bald ein paar sehr schöne Replay-Mod-Szenen. Und ich habe den noch nie so in-game benutzt. Ich weiß nicht so ganz, wie das Ganze funktioniert. Aber ich werde wahrscheinlich an spannenden, coolen Stellen ab und zu einfach mal, so wie ihr es vielleicht bei Wooly gewohnt seid, Replay-Szenen einblenden. Nur bei Wooly habe ich das tatsächlich nicht mit dem Replay-Mod gemacht, sondern ich hatte einen anderen Spieler, der mir immer hinterhergelatscht ist. ich hoffe, dass das Ganze gut funktioniert. Ich gehe da wahrscheinlich jetzt gleich mal zum Nachbarn, oder? Ja, der hat sich da schon lange gebaut. Oh, der ist gestorben. Oh, nice. Okay, dann bauen wir uns mal zu ihm. Und los. So, er sollte nicht so viel Equip haben, weil er eben gestorben ist. Ja, ja, da wartet er schon, aber da gehe ich nicht drauf ein. Ich kann mich von hier nicht schlagen, oder? Nee. Doch, was? Als ob. Als ob. Nee, oder? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, da muss ich mich ganz schnell equippen. Was? Also ich dachte schon, er wäre schon hier. Das muss ich mich echt beeilen. Okay, er ist noch nicht da. Das heißt, ich habe den großen Vorteil. Da ist sein Bett ab. Und er ist auch down. Okay. Da hat er sich jetzt irgendwie ein bisschen schlecht angestellt. Weil er hätte da viel schneller reagieren müssen. Und er hat auch noch sein ganzes Eisen hier. Nice. Baut sich jemand zu mir? Nee. Gut, dann mache ich mir mal schnell das beste Eisen-Equipment. Und ich denke, da hat sich jemand in die Mitte gebaut. Soll ich es auch einfach machen? Ich glaube, ich mache es auch. Ich glaube, ich gehe auch in die Mitte. Aber ich igel jetzt nicht, weil das mir jetzt, glaube ich, zu unsicher ist. Weil wenn ich dann so einen Weg zur Mitte habe und dann kommt jemand und ich habe nichts, wäre dann nicht so vorteilhaft. Oh, ich sehe schon Gold. Ich sehe schon das Gold da unten. Okay, er ist nicht da. Das ist trifft sich ganz gut. Wenn ich, glaube ich, einen Bogen habe, dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen großen Vorteil gegenüber den anderen. Aber ich kriege gar nicht genug Gold zusammen. Hä? Doch hier. Ich weiß, eigentlich könnte ich jetzt noch... Genau. Warten, der hat sich wahrscheinlich gerade einen Bogen gemacht, deswegen wäre es, glaube ich, intelligenter, wenn ich einfach weggehe, oder? Naja, ich baue mich einfach mal. Ich habe jetzt 6 Gold, ist... Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Okay, aber auf dem Weg so kann er mich, glaube ich, nicht treffen. Was war das gerade? Ich habe einfach einen Block vorne dran gesetzt und... Ja, okay. Soll ich noch auf Gold warten? Ich glaube eher nicht. Ich denke, ich gehe mir den einfach mal holen. Tada. Oh, lol. Nein, nee, oder ist jetzt nicht wirklich passiert? Nee, oder? Nee. Das war ja gerade doof wie Hölle. Jetzt nehme ich den Speedtrank. Okay. Und jetzt muss ich los. So schnell wie möglich in die Mitte. Ja, der bekommt jetzt auf jeden Fall Gold. Obwohl? Kann ich ihn vielleicht abhalten? Der wird nämlich keinen Bogen haben. Nee. Nee. Nein! Verdammt! Aber wieso habe ich denn da Fall Damage gerade bekommen? Ich dachte, bei denen bekommt man kein Fall Damage oder weniger Fall Damage. Da gab es noch mal so einen Trick. Okay, jetzt gehe ich mal nur mit dem Equip drauf. Wenigstens so viel, dass ich auch einen Bogen habe. Mit dem will ich die anderen gar nicht rechnen. So, jetzt gar nicht schnell wieder zurück. Das Gute ist, ich habe zwar einen direkten Weg zur Mitte, aber sonst ist kein Nachbar wirklich mit mir verknüpft. Das heißt, das ist vielleicht ein Vorteil. Ich muss mir schnell Equip machen. Also wirklich schnell. So, es reicht. Und dann kann ich vielleicht die Mitte einnehmen, bevor es jemand anderes macht, weil es wird auf jeden Fall jemand machen. Oh. Nice. Also Ice Cube ist auf jeden Fall gut gelaunt. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Den habe ich. Nein. Shit. Shit. Oh, ja, jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Ich muss mich beeilen. Mann, was macht der die ganze Zeit mit den Spinnenweben? Ja, okay. Nice, ich hab... Was? Krass. Sehr gut. Nice. Was war das denn? Das war jetzt krass. Okay. Okay, das war krass. Ich muss ganz schnell in die Mitte irgendwie. Jetzt habe ich wenigstens kein Bett, auf das ich mehr aufpassen muss. Das ist doch schon mal was. Okay, ich muss auf jeden Fall in die Mitte. Ich brauche auf jeden Fall Gold. Anders kann mir keiner erzählen, dass ich das noch gewinnen kann. Okay, hier ist sogar recht viel. 12.
Okay, ist echt recht viel. Echt richtig. Oh. Nice. Und so, machen wir einmal. Machen wir dann. Zwei Rettungsplattformen. Auf jeden Fall das beste Schwert. Natürlich einen Bogen. Einen Bogen. Zu 10 können wir noch einen Stärketrank und noch eine Rettungsplattform machen. Ich baue jetzt aber auch sein Bett ab, wenn er zu rot geht. Was war das? Er war Türkis. Dann kriege ich jetzt auch sein Bett. So, dann haben wir alle kein Bett mehr. Nice. So, Team Rot wird vernichtet. Und ich werde jetzt auch sein Bett bekommen. So. Jetzt haben wir alle kein Bett mehr. Er geht aber gerade auch in die Mitte. Jetzt muss ich ihn irgendwie... Leider keine Enderperle. Okay. Ja, ich habe ihn bekommen, oder? Ich habe ihn bekommen. GG, ich habe ihn bekommen, ich habe gewonnen. Also, dass ich das noch gewinne, hätte ich nicht gedacht. Ja, dann werden sich jetzt bestimmt denken, ja, nice. Naja, auf jeden Fall eine richtig gute Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das mit dem Replay-Mod hat gut funktioniert und ich konnte euch ein paar coole Szenen einblenden. Und dann hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Also, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ich wollte mal kurz am Ende sagen, dass es mir leid tut, weil die Audio in diesem Video irgendwie sehr komisch und blechern war. Ich glaube, ich war um einiges zu nah am Mikrofon. Ich wollte es aber trotzdem drin lassen, weil ich mir, wie gesagt, sehr viel Mühe beim Video gegeben habe und ich das erst bemerkt habe, nachdem ich auch die ganzen Replay-Mod-Szenen gerendert habe. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Beim nächsten Video ist das wieder normal, also bitte wundert euch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nochmal. Ciao.